Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da das Video Rappernamen erraten so gut bei euch ankam, habe ich mir gedacht, drehe ich einen zweiten Teil. Dieses Mal ohne meine Frau. Oh. Okay, Freunde, wir spielen natürlich wieder mit meiner Frau. Sie wird natürlich wieder die Namen erraten. Die Regeln kennt ihr ja. 5 Namen werde ich ihr vorsagen von Deutsch-Rappern. Und sie wird mir die zugehörigen Kosenamen heißen, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Beispiel: Felix Antoine Blume. Kollege. So. Das Spiel kennt ihr. 5 Runden machen wir. Ihr könnt natürlich wieder mitmachen und mitraten. Ich hole jetzt wieder mein Handy raus und dann geht's schon wieder los. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu dem alten Video. Das könnt ihr euch gerne anschauen. War sehr interessant und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ekrem Bora. Der nächste noch. Das ist der letzte niemals. Ekrem Bora. Wie? Anfangsbuchstaben mussten wir sagen, ich weiß da nichts. Okay. Wartet, also der echte Name lautet Ekrem Bora. Mhm. Und der Künstlername lautet mit dem ersten Buchstaben E. Echo. Echo Fresh. Ja, richtig. Okay. Eigentlich könnte ich jetzt dich testen und mit dem anderen Video diese Namen, die ich da gesagt habe, erwähnen. Dann nehmen wir den nächsten. Patrick Losensky. Anfangsbuchstaben? F. Flair. Irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Ich bin voll gerappt. Mysteriös, ist richtig. Schlimm. Was? Das ist sehr witzig. Ich glaube, die Person, die sich das anguckt, die wird sich kaputt lachen. Also, der Künstlername fängt mit G an. Aha. Und der echte Name von ihm heißt Ilfan Kalender. Aber mit dir fängt er an. Das ist echt witzig, ne? Grüße gehen raus. Der heißt wirklich so. Und mit G fängt der Künstler an. Also, der heißt mit vollem Namen Ilfan Kalender. Und ist ein Bekannter? Oh ja, sehr bekannt. Richtig bekannt. Okay. Lass uns mal einen weitermachen. Nein. Okay. Ich zähle von 5 runter. Warte, nein, so mag ich das nicht. 2, 3, 4, 5. Warte, jetzt kann ich noch antworten. Richtiger Name ist? Gap. Gap? Das ist eine Marke, das ist kein Name. Richtige Antwort wäre Gringo. Das ist voll fies, Gringo. Der Rapper Gringo. Nächster Name: Jonas Christopher Klaus. Ach du Scheiße. G. Na, kommst du drauf? Nach dem Jetzt kommen wir nicht mit Nike oder Adidas. Nach dem G? Was kommt nach dem G? Nee. Oh, das geht nicht. Gott. Nur ein Buchstabe. Weiß ich nicht. Ich zähle wieder runter. 1. Warte, zwei, ist das ein Bekannter? 3. Oh ja. 4. 5. Gorilla. Bäb, 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 bäb. Richtige Antwort wäre Jesus. Jesus von 187. Heißt Jonas Christopher Klaus. Ich wusste es. Voll krass, sein echter Name und den Künstlernamen. Wie soll man dahinter kommen? Aber ich dachte mal, Jesus wird mit C geschrieben. Hä? Nächster Name: Aykut Anhan. Künstlername fängt mit H an. Aykut Anhan. Also der hat in den letzten Jahren ein bisschen sich zurückgezogen, aber der kommt dieses Jahr, glaube ich, mit einem neuen Album wieder zurück. Hat auch ein riesiges Label mittlerweile. Viele Künstler aufgemacht schon. Sind sicher mit Herrn? Oh ja. Oh ja. Das war sogar einer meiner Lieblingskünstler damals. Oha. 1. Nein, du hast 2. Das nicht. 3. 4, 5. Deine Antwort? Deine Antwort? Ja, ich weiß gleich. Haftbefehl. Oh nein! Ein großartiger Künstler. Haftbefehl. Ja, wie viel haben wir jetzt? Wir haben schon 5 Stück und ich hätte nur 2 erraten. Okay, dann machen wir den letzten sicherheitshalber wieder mal.
Und ihr zu Hause macht jetzt mit. Wer es errät, schreibt es in die Kommentare direkt danach, wo ich es gesagt habe. Mal gucken, ob ihr erster seid als meine Frau. Also. Das ist geil. Okay. Der echte Name von diesem Rapper lautet Jasmin Nuradinovic. Okay. Jasmin Nuradinovic. Anfangsbuchstabe? Der echte Anfangsbuchstabe, also der Rapper heißt mit J. Auch ein Bekannter? Geht. Oh, relativ. Doch, eigentlich schon. Der ist bei einem bekannten Label. Aber so bekannt ist er noch nicht geworden. Wird es auch, glaube ich, nie so. Komme ich nicht drauf, J. Doch, da kommst du drauf. J. Hundertprozentig. Sing mal irgendwas von ihm. Wie? Sing mal. Nur so ein passender Abschnitt. Der hat nicht solche Hits. Irgendwas anderes. Also der kommt aus Duisburg. Wow, das kommt mir jetzt voll raus. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Bäp, 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 bäp. Richtige Antwort wäre Jasko. Wer ist das? Bitte was? Erasco. Der ist bei Farid Bang in seinem Dings. Erasco. Nicht Erasco, Jasko. Ja, Freunde, einige Fragen hat sie richtig beantwortet, einige nicht. Sie hat leider verloren, meine lieben Freunde. Sie hätte auf Anhieb direkt 5 schaffen können, hat sie nicht. Somit beenden wir das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt mitgeraten. Ich hoffe, ihr wusstet auch einige dieser Namen. Ich danke euch fürs Einschalten und gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.